So, und dann heiße ich alle herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 23. Spieltag. Fortuna Düsseldorf gewinnt heute mit 1:0 gegen den SSV in Regensburg im Jahnstadion Regensburg vor 10.119 Zuschauern. Ich begrüße die beiden Cheftrainer auf dem Podium, Mesut Cenebegovic zu meiner Linken und Daniel Thun zu meiner Rechten. Das erste Statement, erst Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer. Herr Thun, bitte Ihre Worte zum Spiel. Ja, vielen Dank. Geschichte aus Fortuna-Sicht. Beginnt mit, glaube ich, einem ganz guten Start von uns. Ich fand schon, dass wir in den ersten Minuten eine ganz gute Ballkontrolle hatten, dass wir Räume gefunden haben, dass wir auch sie gut bespielt haben. Ich war nur ein bisschen unglücklich, dass wir die wenigen Abschlusspositionen, die wir hatten, einfach auch gar nicht genutzt haben. Also das war möglich, auch da vielleicht früher abzuschließen und es nicht zu zerspielen am Ende. Ja, und dann kam eine Phase, wo ich sage, Mitte erster Halbzeit, wo der Jan ganz klar am Drücker war, wir in der einen oder anderen Situation uns auf einen sehr, sehr guten Torhüter heute verlassen konnten, der, wie alle bekannt ist, sehr gerne in Regensburg spielt und das auch dokumentiert, glaube ich, jedes Mal, wenn er hier ist. Und haben dann wieder zum Ende der ersten Halbzeit vielleicht so ein bisschen wieder ein Spiel zurückgefunden. Zweite Halbzeit dann auch, glaube ich, alles sehr, sehr ausgeglichen, wobei wir uns natürlich viel auf die hohen Bälle auch einstellen mussten, was uns in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen besser gelungen ist. Auch Phasen, die vielleicht sehr unrund waren für uns, aber das auch neben gutem Torwart braucht man dann auch eine Mannschaft, die mit aller Macht alles verteidigen will. Das ist uns auch gelungen. Wir haben viele Bälle aus der Box dann auch ferngehalten und am Ende des Tages entscheidet dann ein Moment, vielleicht dann auch gerade darüber, wenn man in einer etwas privilegierteren Position in der Tabelle steht, so wie wir, dass man vielleicht einen Ticken mehr Glück hat als dann der Gegner. Deswegen freuen wir uns zum einen natürlich sehr über diesen Sieg und natürlich, dass wir zu Null gespielt haben. Das meine ich, wenn man einen guten Torwart hat, gut dagegen arbeitet, dann braucht man auch gute Momente. Deswegen haben wir gewonnen. Aber möchte natürlich auch dazu sagen, dass ich absolut die Enttäuschung beim Kollegen vielleicht gleich nachvollziehen kann. Ich wünsche dem Jan alles, alles Gute. Ich finde, dass Mesut ein überragender Typ ist, ein überragender Trainer ist. Und wenn man Scheiße am Fuß hat, hat man so ein bisschen Scheiße am Fuß. Und vielleicht sind wir heute dann glücklich mit dem Sieg und der unglückliche Verlierer sitzt neben mir. Danke. Danke, Herr Thun. Dann, Mesut, würde ich dich bitten um dein Statement zur Partie. Ja. Vielen Dank, Daniel. Glückwunsch zum Sieg natürlich. Du hast das richtig gut analysiert. Also ich habe da nicht viel hinzufügen. Wir haben es in 4-2-2-2 begonnen. Dann haben wir schnell gemerkt, dass wir da nicht so viel Druck kriegen können, weil beide Sechser vom Gegner ganz nah dran an die Kette gekommen sind, dass die das in Breite richtig gut gezogen haben, mit breiten Innenverteidiger. Dann haben wir ein bisschen umgestellt, genau in diese Phase, wo wir dann auch besser waren, dass wir eher mit einem fast 4-1-4-1 agieren, dann war es besser. Aber leider diese Phase haben wir wieder nicht geschafft, ein Tor zu machen, und mal wieder geschafft, mal Aluminium zu treffen und zwei, glaube ich, ganz, ganz glänzende Taten von gegnerischer Torwart, der dann null gehalten hat, dann der richtig gefährliche Abschluss, glaube ich, von Ioa mit links am Pfosten und dann Nachschuss, wo es richtig gefährlich war. So die paar Stationen könnte Fortuna noch besser ausspielen, vorher schon, aber haben es, wie du gesagt hast, nicht zum Abschluss gekommen, mal zu kompliziert gespielt. Und ja, eine zweite Halbzeit, glaube ich, komplett ausgeglichen, also mit Situationen in beide Richtungen, wo das Spiel dann immer wieder mal kippen könnte. Und dann so wie letzten Wochen eigentlich, genau in die Phase, wo es, glaube ich, keiner auch im Stadion geglaubt hat, dass da heute einen Sieger gibt, dann machen wir eine kleine Fehler. Gegner nutzt das richtig clever, smart außen, Elfmeter und verliert sein Spiel. Und nach dem Gegentreffer, aber trotzdem haben wir probiert, das ist auch, glaube ich, positiv, dass Mannschaft da sich nicht aufgibt. Und da waren schon zwei brenzlige Situationen in gegnerischer 16, aber leider hat es uns ein bisschen Glück oder diese letzte Cleverness, Entschlossenheit gefehlt, dass wir heute trotzdem das irgendwie retten. Mannschaft kann ich wirklich nicht viel vorwerfen. Wir sind, glaube ich, 4-5 Kilometer mehr gelaufen. Man sieht, dass die versuchen, probieren, was gar nicht so einfach in dieser Situation ist. Wer Fußball gespielt hat, weiß schon, was da durch die Köpfe geht und wie schwer ist jeder Zweikampf, wie schwer fällt jede Ballverarbeitung, vor allem unter Druck. Und dafür muss ich Mannschaft einfach ein Riesenlob sprechen, dass die an sich glauben, dass die alles probieren. Leider, wie du sagst, wenn du Scheiße am Fuß hast, dann hast du richtig Scheiße am Fuß. Und wir müssen das irgendwie abschütteln in den nächsten Wochen. Nicht so viel sich damit jetzt beschäftigen, was wir jetzt alles verpasst haben oder wie unglücklich die letzten Wochen waren. Das hilft nichts, das ist vorbei. Jetzt geht es einfach nochmal, alles, was du hast, zusammen zu mobilisieren und irgendwie
einen Sieg zu erzwingen, weil wir sind immer so nah dran. Bin mir sicher, dass wir auch in den nächsten Wochen eine oder andere Sieg erringen, wo wir auch nach dem Spiel sagen können, also wir wissen auch nicht so ganz genau wie, aber heute waren wir die Glücklicheren und dann kannst du das einfach in andere Richtungen umbiegen. Das war heute nicht der Fall. Also Fortuna weiß schon, was die gewonnen, warum die gewonnen haben. Das ist nicht falsch verstehen, bitte, weil die haben schon richtig guten Plan gehabt und am Ende ist das so in einem ausgeglichenen Spiel, dass du auch dann Quäntchen Glück hast oder brauchst, in diese Ligaspiele zu gewinnen. Und nochmal Glückwunsch und alles Gute weiterhin. Danke. Danke, Mersat. Dann Blick in die Runde. Gibt es Nachfragen? Ja, in der ersten Reihe gerne Name und Medium nennen. Genau, Mikro kommt gleich. Hallo, Bernd Jolitz von der Rheinischen Post in Düsseldorf. Wie froh sind Sie, Herr Thürn, dass wir Sie so schnell nicht mehr ansprechen werden auf Auswärtsschwäche und dass das Thema Elfmeterfluch nach vorher zwei Vergebenen gar nicht mehr groß aufkommen kann? Das liegt ja an Ihnen, ob Sie mich nochmal darauf ansprechen oder nicht. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich habe mich ja auch nicht so sehr damit beschäftigt, dass es uns dann doch zu sehr berührt hat. Ich glaube, außen war es sehr, sehr groß. Ich habe ja auch zu Beginn bei den Kollegen bei Sky, glaube ich, mal gesagt, es war eine lange Zeit jetzt, aber da war eine Winterpause, eine Weltmeisterschaft zwischen. Und wenn man die letzten 5 Auswärtsspiele dann jetzt sieht, dann oder die sieht, hatten wir auch 2 davon gewonnen. Also das war auch ein Teil der Wahrheit. Und bin natürlich froh darüber, wenn man einen Elfmeter auch bekommt, dass man ihn verwandelt, weil er heute spielentscheidend war. Die letzten Elfmeter, Klammer das Elfmeterschießen aus, waren nicht so spielentscheidend, als wir sie verschossen haben. Heute war es elementar wichtig, um die 3 Punkte mitzunehmen, weil das auch nochmal ergänzend. Ich glaube, das wäre dann hinten raus eher auf ein Unentschieden hinausgelaufen und man brauchte einen besonderen Moment und den hatten wir und in der Coolness von David am Punkt. Maximilian Eichinger von der Jahnblocker, Selim Begovic, erneut eine bittere Niederlage für die Jahnelf. Was sagt man als Trainer zu der Mannschaft nach so einem Rückschlag? Ja, dass im Leben immer 2 Optionen gibt, entweder nach hinten wegzulaufen oder nach vorne zu gehen. Und dass jeder für sich selber entscheiden muss, was er in dieser Situation macht. Und ich würde natürlich durchgehen und da habe ich schon auch viele Gesichter da im Kreis schon gesehen, obwohl das schmerzhaft und sehr bitter ist, die Mannschaft durch jetzt macht, aber ich glaube schon, dass wir immer noch Kraft besitzen und haben zusammen mit unseren Fans, weil das ist auch außergewöhnlich und die merken oben, die Rängen, was die Mannschaft investiert, wenn du so eine Phase hast und so oft nicht punktest, ist es normalerweise, dass es komplett kippen kann, aber das ist ja in Regensburg, nur so kann ja Regensburg in dieser Liga bestehen und ich hoffe, dass wir uns und alle, die nächste Heimspiel hier kommen, mal mit einem Segen belohnen. Genau, dann noch Linus Freimark von der Süddeutschen Zeitung. Genau, Herr Selim Begovic, jetzt hatten Sie gesagt, dass man irgendwie diese Scheiße vom Fuß wieder wegbekommen will. Wie ist ja Ihr konkreter Plan? Also allein am Glück kann es ja über so viele Wochen wahrscheinlich ja nicht liegen. Was ist Ihr konkreter Matchplan, dass es nächste Woche oder in den nächsten Wochen wieder besser läuft? Ja, ich habe es vorher gesagt, vielleicht muss man Donau überqueren und drüber schwimmen auf die andere Seite. Wer das übersteht, dann. Also, es liegt nicht an Glück oder Pech, das ist auch klar, aber es gibt Phasen, wo du richtig viel Glück hast und die Phasen, wo du fast gar keine hast. Also, und im Fußball brauchst du auch Matchglück, egal wie gut von Qualität dein Kader besetzt ist. Und das, was wir dieses Jahr haben, ist schon viele ungewöhnliche Stationen, die auf uns zugekommen sind, mit vielen Verletzungen, mit vielen Sachen, die wir nicht so kennen und trotzdem sind wir immer noch da. Wir sind nicht abgeschlagen, trotz alledem, dass wir wirklich, wenn man diese auf Zeit nimmt, mit dieser langen Winterpause seit Monaten nicht gewonnen haben. Wir leben und es ist vom Spiel zu gucken und wir müssen jetzt schauen. Jetzt kommt Thalhammer wieder zurück. Ich hoffe, dass keine weitere Verletzung dazu kommt, dass wir zu Ende nächste Woche wieder einen vollen Kader haben, dass auch die Verletzten wieder zurück, so richtig zurückkommen, weil heute haben es 2 gleich begonnen, die seit Monaten aber nicht gespielt haben, mit Breitkreuz und Salah. Man hat gemerkt, welche Bedeutung die haben können und die sind bei Weitem nicht da, wo die sein müssen und können. Und wenn das so bleibt, dass wir gesund sind, werden wir auch in den nächsten Wochen 100% stabiler sein und dann auch diese Quäntchen Glück uns erarbeiten und dann auch spielen, weil in dieser Situation geht es erstmal das zu erarbeiten und zwingen und dann kannst du über ein paar andere fußballische Dinge reden. Jetzt habe ich so viel gesagt und nichts Konkretes, was ich vorhabe.
arbeiten. Dann nochmal Blick in die Runde. Scheint keine weiteren Nachfragen zu geben. Dann wünsche ich allen noch ein schönes Restwochenende und den Gästen auf jeden Fall eine gute Heimreise. Dankeschön. Dankeschön. Danke.